Schau uns über die Schulter, Teil 2. Wir gehen mal gemeinsam durchs Büro und schauen, was wir gemeinsam für organisatorische kleine Mini-Tricks vielleicht auch für dich haben oder generell, wie wir aufgebaut sind. Ich würde sagen, let's go! So, Paul, erstes Tool. Zeig mal, was wir hier so haben. So, fangen wir hier auf der rechten Seite von mir aus an. Und zwar sind natürlich die Drucker hier schön platziert, so wie in den letzten Videos oder im letzten Video wir schon mal gezeigt haben. Das ist unsere Riesenfarm. Wir haben aktuell 6 Drucker und die reichen für uns auch im Moment vollkommen aus. Also haben wir auch im Moment gar nicht vor, unbedingt 30 Drucker hier im Raum stehen zu haben. Ich bin vor kurzem umgezogen, da habe ich mir die Mühe und die Kosten ein bisschen das Geld in die Hand genommen, um ein paar schöne Accessoires mir anzulegen. Und ich habe mir ein schönes Regalsystem geholt. Das könnt ihr natürlich nochmal im letzten Video euch nochmal ganz genau ansehen. Und diese Lichterkette, sie ist auch wunderschön. Die ist wunderschön. Da hatte ich wenig Einfluss, dass diese da hängt, aber die muss jetzt auch damit mit dabei sein. Sag bloß, das war die Frau. Ja, da hat die Frau mitgespielt. Okay. Dann habe ich hier noch eine sehr schöne Ecke mir eingerichtet und zwar natürlich Isopropanol, immer natürlich ganz wichtig. Die schönen Packungen, die jedes Mal beim Filament natürlich mit dabei sind. Aber was natürlich ganz wichtig ist, immer Tücher und Isopropanol, um richtig schön immer die Druckplatte sauber zu halten. Und was natürlich ganz wichtig ist, was sehr wenig im Moment oder was überhaupt sehr wenig tun, immer schöne Gummibärchen mit in die Packung machen. Ihr glaubt gar nicht, wie die Kunden sich jedes Mal freuen, wenn eine Scheißpackung Gummibärchen mit im Paket mit drin ist. Was ich nochmal ganz wichtig finde, das habe ich mir schon recht am Anfang angeeignet. Ich habe mir schöne Schleifblöcke habe ich mir geholt. Und zwar um am Ende nochmal, wenn jemand ein Produkt bestellt hat, um nochmal feine Nacharbeitungen durchführen zu können. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, was eigentlich auch jeder 3D-Drucker besitzt, sind schöne Stahlbürsten, um nochmal die Düse vernünftig sauber machen zu können. Und ganz wichtig, eine Taschenlampe, damit auch spät abends, bevor man ins Bett geht, nochmal ganz genau sehen kann, ob der Drucker vernünftig läuft und ob alles am Platz ist. Nicht zwingend notwendig, aber es hat sich so über die Zeit ergeben, dass ich jetzt eine sämtliche Anzahl oder eine breite Palette an Farben habe. 95% der Farben ungefähr sind eigentlich nur PLA-Rollen und es ist wirklich nicht zwingend notwendig, dass man sämtliche Farben zu Hause liegen hat. Es hat sich einfach so ergeben, wenn ich Bestellung reinbekommen habe und der Kunde eine spezielle Farbe haben wollte, dann habe ich mir die natürlich bestellt und da bleibt natürlich auch oft Sachen über oder viel von der Rolle bleibt über. Und ich bin natürlich auch froh drüber, aber für den Start würde einfach mal eine Grundausstattung würde schon vollkommen reichen. So, und das hier ist dein kleines Cockpit, erzähl mal. Richtig, genau. Und ich bin auch richtig froh drüber, dass ich mir hier mein Büro, dank dem Umzug ist jetzt genug Platz da gewesen, dass ich mein Büro bzw. meinen Arbeitsplatz hier vernünftig einrichten konnte. Und ich habe gemerkt einfach, dass ich mit 2 Bildschirmen viel besser arbeiten kann. Das hat jetzt nicht den Sinn, dass ich einfach Bock auf 2 Bildschirme hatte, sondern einfach, dass ich öfter mal Anfragen habe, um irgendwas zu konstruieren. Und da habe ich auf der einen Seite gerne die Skizze einfach hängen oder geöffnet und auf der anderen Seite ist Fusion 360 offen, dass ich vernünftig arbeiten kann. Bin ich natürlich auch sehr froh drüber und es ist für mich natürlich auch sehr hilfreich. Und was aber noch viel wichtiger ist als 2 Bildschirme, finde ich, ist ein Etikettendrucker. Und gerade wenn man viele Bestellungen hat oder eine größere Anzahl von Bestellungen hat, ist ein Etikettendrucker, um einfach das Versandlabel auszudrucken, richtig sinnvoll und zeitsparend. Ich habe sehr lange, ich habe jetzt leider hier schon keinen mehr da, weil ich alles schon weggepackt habe, aber diese kleinen schönen Aufkleber von DHL, um noch per Hand den Namen einzutragen, um was letztendlich dann zum Kunden hingeht. Und ich kann jedem nur empfehlen, holt euch einen Etikettendrucker. Es spart enorm viel Zeit und dadurch natürlich auch Geld. Und du kannst dich um andere Dinge kümmern, die viel wichtiger sind, als Adressen aufzuschreiben. Kann man auf jeden Fall später dann machen, wenn man dann schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ne? Definitiv. Das habe ich ganz vergessen. Was ist das denn hier? Oh, das ist mein Meshschieber. Mit dem arbeite ich auch sehr gerne. Immer gerade, wenn ich Konstruktionen machen soll oder wenn Teile nicht eingescannt werden können oder sollen oder was auch immer und das soll mal schnell gehen, da schnappe ich mir auch gerne einen Meshschieber und erstelle einfach mal bei Fusion 360 einen Teil nach. Kleine Frage, digital oder normal? Lieber digital. Okay. Warum? Weil ich dann die Zahl einfach nur ablesen muss. Ja, es soll aber auch ein bisschen genauer sein. Und es ist natürlich auch genauer.
Und dann haben wir hier noch das Whiteboard. Wofür ist das gut? Was ich jedem nur empfehlen kann, gerade wenn man Ideen hat oder man hat oft als 3D-Drucker natürlich sehr viele Ideen und sehr viele Sachen gehen im Kopf durch. Und dann nutze ich dieses Whiteboard. Jetzt sieht es natürlich nicht so aus, aber ich nutze das Whiteboard sehr gerne und sehr oft, wo ich einfach meine Ideen aufschreibe, wo ich Kalkulationen aufschreibe oder einfach Dinge, die ich nicht unbedingt im Kopf behalten will, die kommen immer hier drauf und dann kann ich mich jederzeit immer daran wenden. Und ich habe schon mal ein bisschen vorgesorgt, falls Bestellungen ohne Ende kommen, schau dir das da oben an, eine Reihe an Paketen, wenn die Bestellung mal ein bisschen größer ist, Versandtaschen in klein, Versandtaschen ein bisschen größer, Verpackungsmaterial, alles, was das Herz begehrt und was jeder gerne zu Hause hat, damit es schnell geht und nicht extra nochmal Pakete kaufen muss. So, und jetzt haben wir hier noch eine Großbestellung. Was hat das damit auf sich? Ja, wir haben vor kurzem erst die Genehmigung bekommen, beziehungsweise ein Kunde hat eine etwas größere, eine deutlich größere Bestellung erst bei uns aufgegeben. Und da der Preis bei Amazon für eine Rolle G-Tech ungefähr bei 20 bis 22, 25 Euro liegt, haben wir uns einfach mal dafür entschlossen, direkt beim Hersteller zu bestellen. Das hat auch gar nicht so lange gedauert, also schon fast vergleichbar mit der Lieferzeit von Amazon für die ganzen Rollen. Es hat gerade mal, ich glaube, 4 Tage gedauert nach der Bestellung, ist es bei uns angekommen. Das sind 12 Rollen, ich glaube, jetzt sind es schon ein paar mehr wieder, aber es sind 12 Rollen G-Tech in Weiß, weil wir die alle benötigen und ich freue mich schon sehr drauf, die zu verbrauchen. Und gleichzeitig ist es halt auch doppelt so günstig, ne? Richtig, genau. Das, und wir können einen viel besseren Preis entweder anbieten oder unsere Marge natürlich erhöht sich deutlich. Ja, und dann kommen natürlich auch noch hinzu die Versandkosten immer, ne? Also wenn du jetzt einmal eine Massenbestellung hast, bist du ja günstiger, kommst du ja günstiger bei weg, als wenn du andauernd bei Amazon bestellst. Oder du hast Amazon Prime. Das ist natürlich auch möglich. Paul, was ist das hier? Das sind die Anschlusskabel bzw. die Drähte für den Drucker, den ich jetzt gerade zusammenbaue. Das sind noch einzelne Ersatzteile. Es ist auch immer ratsam, sich gewisse Ersatzteile zu Hause hinzulegen, wenn man natürlich von einer Sorte vom Drucker oder nur eine Sorte von Drucker benutzt, so wie wir die Prusa, ist es immer ratsam, sich gewisse Teile, die mal kaputt gehen könnten oder mal brechen könnten, sich einfach mal ein kleines Ersatzteillager zu Hause hinzustellen oder hinzulegen. Kennen wir ja beide schon das Problem. Auf jeden Fall. Hat dir das Video gefallen? Wenn ja, dann lass uns doch ein Like da, kommentier auch mal unter dem Video. Was hat dir besonders gefallen, beziehungsweise wie ist bei dir aufgebaut alles? Wie ist es bei dir eingerichtet? Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf das nächste Video gemeinsam mit dir. Dein Paul und Marcel. Bis dann. Ciao, ciao.